So, wir wollen nach Hammerdale. Und ja, Gold-Erfahrungspunkt ist momentan das Problem. Tag des Schutzes, Stunde der Macht hatten wir. Die Weinflaschen müssen weg. Hier ein bisschen. Na, ich hätte letztes Mal gemerkt, dass wir nicht genug gelbe Gänzen haben, also sollte ich die auch behalten. Ah ja, das muss in unser Schloss. Das muss zu... Ja. Ja, Quecksilber kann weg. Aber ja, erstmal würden wir gerne nach Harmony. Da kommen wir auch direkt in unserem Schloss raus. Sehr schön. Das war die Kiste, ne? Ja. Da hätten wir gerne das Schwert drin. Noch irgendwas. Verkaufsrechnung war die Sache mit dem Golem teilen. Die brauchen wir auch nicht mehr. Tagebuch war von dem Tempel der Sonne. Das kann auch weg. Die Statue brauchen wir noch. Den Schlüssel zu Williams Turm brauchen wir nicht. Die Arcomage-Karten brauchen wir. Das Bild in die Statue tue ich auch mal hier rein. Also die brauchen wir ja noch für eine Quest. Aber bis dahin dauert das noch eine Ecke, denke ich mal. Und so haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Wir probieren noch demnächst wieder eine von den Lampen aus. Damit der Platz weg kann. Und Äpfel verbrauche ich jetzt einfach auch alle mal. Und behalte nur 6 als Notreserve. So, Kleinkram kann weg, Kleinkram weg. Ja, Tatalia Wein verkaufen. Und dann passt das auch erstmal. Oh, was hattest du denn noch? Rezept war Reaktion, Rezept Lähmung heilen. Nee, nee, die bleiben schön da. Und laufe in die richtige Richtung. Ja. Oh, was haben wir da? Ah, ein Banner. Eine Flasche und eine Spruchrolle mit Stab. Also wahrscheinlich, weil wir uns für die gute Seite entschieden haben. Ja, sehr schön. Kurz noch ein bisschen mehr Licht, damit wir es besser sehen können. Tada! Und der Expertenrang hat sich sowas von ausgezahlt bei ihr. Oh. Oh, wir haben Händler bekommen. Das ist doch mal sehr schick. Ein Tempel. Willkommen. Kinkerlitzchen. Kinkerlitzchen. Das kann weg. Die können weg. Das kann weg. Harpienfeder mit 10er Kraft kann weg. Das kann weg. Ich wollte ihn behalten. Das und das. Tag der Kutter kann nicht weg. Das kann weg. So, was hast du denn Schönes? Wahres Charisma, Sets in Select, Stein zu Fleisch. Ja, Alchemist, Großmeister. Müsste jetzt ein Meister werden. Und für Großmeister viele Punkte. Was sind die anderen Händler? Du bist einfach nur ein Tempel. Keine magischen Kinkerlitzchen. Das finde ich schade. Das ist mein Lieblingsshop. Meine Lieblingsgattung von Gegenständen eigentlich. Guten Tag. Und so wirklich toll sind die Sachen hier auch nicht. Beutelschneider. Also Tag. Nur die könnte man kaufen und später verzaubern und wieder verkaufen, aber. Auf Wiedersehen, Geizhals. Ja, ja, ja. Das glaube ich einfach nicht. Genau, glaube ich auch nicht, weil das ist unser Schloss, verdammt. Du bist in unserem Schloss bei deinem Geschäft. Krummel. Feilschenmeister. Das wäre noch eine Sache. Ja, ja. Raus, raus. Häuser abklappern. Also Expertenrang. In was brauchen wir Expertenrang? Ah, genau, mit ihm brauchen wir in jeder klerikalen Schule Expertenrang. Bogen brauchen wir Expertenrang. Nimm, 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 nimm. Stab brauchen wir Expertenrang. Das war's. Kette brauchen wir Expertenrang. Lichtmagie, ja. Okay, also es gibt mehr als genug Sachen
Das heißt, es lohnt sich auch wirklich. Wo gab es denn noch Häuser? Also erstmal mache ich Fliegen an. Damit wir uns ein bisschen schneller fortbewegen können. Hier waren nur die Schulen. Hier waren die Händler. Das heißt, es gab hier ein paar Privathäuser. Da war das Mönchspärchen drin. Hier war Feuermagiemeister. Das brauchen wir wohl nicht. Reparieren-Experte. Er ist schon Meister, ne? Nee, er ist ein Experte. Wo war jetzt dieser Mur? Das war der Falsche. Du. Sumpfigen Tal im Süden Tatalias. Das klingt doch praktisch. Hallo. Hallo. Dich wollte ich gar nicht ansprechen. Lederexperte sind sie schon. Experte Stab. 2000 Gold. Das ist happig. Aber gut. Man muss Geld ausgeben, um Geld zu machen. Ja, Seelenmagie-Experte. Zing. Denn ist hier hoffentlich Geistesmagie oder dergleichen. Körpermagie. Umso besser. Körpermagie brauchen wir primär für den Heilzauber. Und dafür ist Geroban eigentlich fast nur gut. Für den Heilzauber. Später vielleicht was anderes, aber jetzt erstmal nicht. Oh, Meisterschütze. Ah, das ist der positive Schütze. Also der gut angetatschte Schütze. Das klingt ja auch komisch. Vor wenigen Generationen wurde von den Alchemisten im Tolerischen Forst ein verzauberter Bogen gefertigt, um einen Friedensvertrag zwischen den Elfen und den Menschen zu schließen. Während seiner Reise nach Erassia wurde der Bogen den Kurieren in Efli von Titanen entrissen. Sie haben dafür aber gar keine Verwendung. Deswegen liegt er wahrscheinlich immer noch in ihrer Festung. Tut unserem Stand einen großen Gefallen und bringt diesen Bogen zurück. Der Bogen ist in seiner Kunstfertigkeit und Wirkung wirklich bei weitem unerreicht geblieben. Oh, und wenn ihr schon dabei seid, Titanen zu töten, tut euch keinen Zwang an und zeigt ein paar dieser Angeber, was eine Hake ist. Sie stahlen schließlich aus Bosheit, nicht aus Bedarf. Falls ihr euer Ziel erreicht, werde ich euch zum Meisterschützen ernennen oder zu meisterlichen Schützen. Je nachdem. Ja, Titanenburg klingt jetzt irgendwie ein bisschen schwierig. Hier waren die zwielichtigen Gesellen. Wassermagie Großmeister. Müsst ihr Erzmagier sein. 8000 Gold. Hier sind keine Häuser mehr, das sind hier hinten noch welche. Aber ich glaube, ah doch, hier ist der Mönch. Mit dem müssen wir auch noch sprechen. Nix. Erdmagie-Experte sind wir schon. Ah ja, Erdmagie. Es tut mir ja schon fast leid. Also ich werde sehr leicht abgelenkt momentan, weil wir haben so viel zu tun. Also Erdmagie fällt mir jetzt gerade die Zwergen wieder ein und dass wir eigentlich Telekinese holen wollten. Damit wir möglichst schnell... oder möglichst einfacher die Truhen aufbekommen. Großmeister, nö. Und hier war der Mönch. Meister. Ich sehe, ihr wollt eure Reise fortsetzen. Ausgezeichnet. Habt keine Angst, ihr seid auf eurem nächsten Schritt gut vorbereitet. Nun müsst ihr die Überreste eines bösen Ordens auslöschen. Des Ordens von Bar. Besiegt ihren Hohepriester und kehrt zu mir zurück. Dann werde ich eure Ausbildung vollenden und euch zum Meister ernennen. Im Tempel von Bar waren wir schon. Wir sind ziemlich schnell wieder rausgelaufen, aber wir waren da. Das war mit diesen Priestern, die recht viel Schaden machen, ne? Ja. Den könnten wir uns echt mal angucken. Oh ja, alles nacheinander. Nicht wirklich. Alles querbeet. Wir kriegen es doch irgendwie hin. So, wir heben gerne ab. Wir würden jetzt gerne in die Steinstadt. Da zur Erdgilde und dann lasse ich mich inspirieren, was er als nächstes macht. Weil wo wir schon mal gerade da wären in der Steinstadt, der Tunnel nach Niggin wäre ja auch da. Oh, was haben wir hier? Wettbewerb der Stärke. Ching, schon gewonnen, ja okay. Also der Tempel, der Tunnel nach Niggin wäre auch da. Und da müssen wir noch Überreste finden. Die Überreste dann in den Hügelgräbern hier irgendwo
begraben. Da ist die Steinstadt. Und spaßeshalber fliege ich mal rauf, um zu gucken, ob oben was drauf ist. Und ich... Was zur Hölle war das? Und das war viel zu spät. So. Also ja, wir kommen über eine bestimmte Höhe nicht rüber. Und das wäre die hier. Können wir höher springen? Ja. Warum? Ja, da ist nichts drin. Das wäre noch ein schönes Secret oder Easter Egg gewesen. Mal genug krumm gespielt. Wir wollen da rein. So. Licht hätten wir gerne auch. Und die Erdmagie-Schule. Ich glaube, die war hier vorne irgendwo. Da unten. Drückt die Daumen, dass der Spruch da ist. Willkommen in der Erdgilde. Felsenattacke. Beschwört einen magischen Stein in die Welt, der so lange umherrollt und von Hindernissen abprallt, bis er ein Wesen berührt. Aha. Dann explodiert er, verursacht dabei 1 bis 8 Schaden pro Fähigkeitswert in Erdmagie. Der Stein interessiert nicht weiter, wen er trifft. 1 bis 8 Schaden pro Dingens ist jetzt nicht so toll. Klinge, Stein zu Fleisch. Nö, schade. Haben wir Pech gehabt. Also wir könnten wahrscheinlich noch eine Woche hier rumlungern und warten, dass neue Sprüche kommen. Ich glaube, das mache ich sogar. Also wir schlafen. Na komm, wir haben das Geld, wir schlafen nicht auf der Straße jetzt 2 Wochen lang. Wir suchen uns einfach eine Herberge und schlafen da ein paar Mal. So. So, also unsere Helden ruhen sich eine Weile in der Zwergenstadt aus, trinken / essen ganz viel Steinsuppe und besuchen dann die Magierschule. Bitte. Willkommen in der Erdgilde. Okay, vielleicht dauert es auch länger als eine Woche. Das wäre jetzt aber garstig. Zumal wir eigentlich wichtige Dinge zu tun haben und so. Was kann ich euch? Gute Nacht. Aber ich würde ungern immer wieder hierher kommen, nur wegen dem einen Spruch. Was? Gute Nacht. So, jetzt aber. Das waren bestimmt 10 Tage. Komm. Geh weg. Weg da. Willkommen in der Erdgilde. Nö. Immer noch genau das gleiche. Ja, schade, kann man nichts machen. Okay, dann gehen wir jetzt doch in den Tunnel von Niggen. Versuchen da die Leiche zu finden. Und auf dem Rückweg können wir dann eventuell hier wieder vorbeikommen und gucken, ob der Spruch da ist. Federfall. Und hier irgendwo durchwuseln. Wir hätten dann gerne mal den da. Wir hätten dann auch gerne den da. Und den da. Dann wollen wir töten. Und zwar hoffentlich keine Zwerge, die sich aus Versehen in den Weg schmeißen. Das war ja letztes Mal das Problem. Genau ihr. Ihr seid vollkommen komisch. So, also. Da waren wir noch nicht. Hops. Oh, Gold. Okay. Brauchen wir eine Menge von. Genau hier. So, haben wir leider alle kein Geld dabei. Aber dafür liegt Geld teilweise auf dem Boden rum, das passt schon. Ja, da hat es noch ziemlich viel. Können wir das wirklich brauchen? Komm mit. Stimmt. Ja, sehr komisch aus hier. Oh, und da unten geht's auch noch weiter. Und da geht's auch noch weiter. Ja, okay. War auch wahrscheinlich etwas zu viel verlangt, zu erhoffen, dass die Tunnel fast nur geradeaus sind.
Komm, hau den tot. Das schaffst du schon. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Wir müssen eigentlich nach Osten. Aber das ist... Ah ne, ist nicht oben. Okay.